Ich, Nicolas Denis, lebe seit über 20 Jahren in Frankreich und bin Übersetzerin, weil ich mir keine schönere Lebensform zwischen den Ländern und den Sprachen vorstellen kann. Eine Lebensform, die die Geistesarbeit des Lesens mit dem sinnlichen Durchkneten und Nachsingen der Sprache verbindet. Und eine Lebensschule, weil man beim Übersetzen gleichzeitig sehr gut zuhören können und beherzt eigene Entscheidungen treffen muss. Kanada und seine französischsprachige Literatur waren absolutes Neuland für mich, als ich im Mai 2019 einen Workshop bei dem geschätzten Kollegen Frank Heibert in Montreal absolvieren konnte und dort eine sehr, sehr experimentierfreudige, bildstarke und innovative Literatur kennenlernen konnte. Dieses Buch sollte man in Deutschland allein deshalb lesen, weil es auf 390 Seiten in nur 65 Sätzen ein sehr klangvolles, vielschichtiges Sittenbild der modernen Gesellschaft um die Jahrtausendwende bietet. In Drei Nächte, drei Tage beschreibt Marie-Claire Blais rund um ein dreitägiges Fest einen bunten Figurenreigen aus Reichen und Armen, Rassisten, Drag Queens, Künstlern und gestrandeten Boat People auf einer nicht näher bezeichneten tropischen Insel. Sie alle verbindet ein ungestilltes Sehnen und das Meer, das in den zum Teil seitenlangen Sätzen auf- und abwogt. Und nun ein kurzer Ausschnitt aus einem der langen Sätze. Die lange, ruhige Straße, die im Mondschein zum Ozean führte, erstreckte sich vor Luc, der sich mit seinen Freunden am offenen Fenster einer Bar unterhielt, mit baumelnden Beinen. Man fragte ihn, warum er nicht jeden Abend ausgehe, wie früher. Und was eigentlich sein Freund mache, dieser gebildete, ein bisschen steife, manchmal arrogante Herr. Man sehe ihn gar nicht mehr, sein Haschisch rauchen, ganz alleine, an der Bar. Jacques? Ja, wo er denn sei? Bissig, lustig auch, unterhaltsam, attraktiv. Man erinnere sich an seinen Geburtstag letztes Jahr Ostern, das sei immer noch Stadtgespräch. In diesem Stimmengetöse der ohrenbetäubenden Musik, von einer Anteilnahme umgeben, auf die er sich in dieser Nacht nicht einlassen wollte, verspürte Luc das Bedürfnis zu gehen. Mit einem Satz kurfte er in seinen Inlineskates auf die Straße und holte tief Atem, bevor er fast lautlos die Rue Abama entlangfuhr, über den glänzenden Asphalt der Straße, hinauf auf die rissigen Gehwege, wo er in einem fast fließenden Tempo dahinglitt und über seinem Kopf einen Regen aus trockenen, dornigen Blumen spürte. Betört vom Duft der Bougainvillea, der Magnolien und Akazien, die in dieser Jahreszeit blühten, griff er im Vorbeifahren nach einem Zweig mit den karminroten Blüten, biss ihn mit den Zähnen ab, ein wildes Geraschel, das eine Frau im Nachthemd auf den Balkon stürzen ließ. »Ist da jemand?« rief sie. »Schon wieder einer dieser Junkie-Schwarzen. Die Hunde! Raus mit den Hunden!« Luc war auf seinen Inlineskates schon auf und davon, spuckte unterwegs ein paar Blüten aus. Endlich sah er das im Mond glitzernde Meer und ließ sich bis zum Pier treiben, in der grünen, neonfarbenen Spur seiner Skates, ihrer Schnürsenkel und Rollen. Er lauschte dem Wellengang unter den Bohlen am Pier, wo die Schiffe bis zum nächsten Tag festgemacht hatten, blieb plötzlich mit düsterer Miene stehen. Wollte er nicht eigentlich fort, bis nach Australien? Dort zusammen mit Paul Bauer sein, Rinderhändler, Pferdezüchter, ein vor Gesundheit strotzender Landwirt, Familienvater vielleicht? Alles, um die Unberechenbarkeit des Lebens zu vergessen.